Hallo und herzlich willkommen zurück bei Cradle. In der letzten Folge haben wir Essen gemacht, sind aufgewacht, haben ein bisschen Tagebuch gelesen. Und jetzt sind wir auf der Suche nach unserem Schatz. Wir gehen nochmal kurz gucken. Einträge lesen? Nein. Achso, da schaltet er gleich völlig ab. Okay. Entschuldigung. Ja, weiter und weiter. Ich gehe geradeaus wie die Krähe, suche an einem Felsen mit Riss nach einem Pfeil in der Nähe. Ein gramgebeugter Baum zeigt den Platz, eine Kiste im Sand birgt den Schatz. Nach einem Suche nach an einem Fels mit Riss. Nach einem Pfeil in der Nähe. Na gut. Wir schauen mal. Wir kriegen das hin. Wir wollen ja schließlich unseren Robo hier, ne? Irgendwie reparieren. Gut, also geradeaus. Wir suchen nach einem Fels mit Riss. Ah, hier ist der Pfeil, tatsächlich. Und dann... hier geradeaus. Ein gramgebeugter Baum. Na, das kann ja nur hier vorne jetzt sein. Also so ein Spezialbaum sehe ich jetzt ehrlich nicht. Hier habe ich nichts, ne? Oder war das doch da hinten? Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, gucken wir mal gerade hier über den Hügel rüber. Okay. Sieht aus wie eine Art Zirkus, ne? War auch mit den Ballons. Aber wenn ich... wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es doch explodiert. Müssten dann die Ballons nicht auch weg sein? Und hier glaube ich jetzt mal nicht, dass es ist. Nein. Okay, dann noch mal zurück. Die Krähe geradeaus. Pfeil, klar, dem Pfeil hinterher. Und vor allem, was heißt Schatz? Ja gut, wir waren wohl ein Kind. Oder derjenige war ein Kind. Wer wir jetzt im Endeffekt sind, wissen wir ja noch nicht. Weil wir haben einmal ein Buch über Tabacha, Zettel über einen Tabacha gefunden. Und etwas über einen Enebisch. Oder ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Schau trotzdem nochmal hier schnell. Nicht, dass wir jetzt, dass ich es einfach nur übersehe. Aber ich... da, Pfeil, hier runter. Doch, übersehen. Oh Gott, konnten wir jetzt schon sagen oder zeigen, das ist der Adler. Oder was auch immer das ist.
Und ja, aber wer wir sind, weiß ich noch nicht. Oder wissen wir noch nicht. Hier. Ah, schön. Spielsachen. So etwas brauche ich nicht. Nein, entschuldigen. Und das ist? Ein kleinen Kasten. Genau wie auf dem Poster. Aha. Kaugummibildchen. Ein mongolischer Comicheld tötet einen Drachen. Ja. Schade, dass man es nicht drehen kann. Glaskugeln, kalt und schwer. Na gut, also das Ding sieht ehrlich aus, als wäre es wahrscheinlich für den Robo. Wir gehen mal zurück. Ich habe auch nochmal geguckt. Oh. Aha. Okay, es ist wirklich so eine Art Schwebebahn. Cool. Hier lang. Und zwar das Entwicklerstudio ist in der Ukraine ansässig und besteht wirklich aus vier Mann. Also vier Menschen. Also von daher sehr cool, was sie hier so gezimmert haben. Ich glaube, die hatten wir auch in der Hand. Die wird schon noch wichtig sein. Taschenlampe. Warum auch immer das wieder da ist. Irgendwie hat er das Inventar wohl nicht gespeichert. Ich mach das mal auf. Also kein Plan, ne? Aber es sieht halt für mich hier so aus, ne? Hm. Okay. Ja, aber das ist dieses Ding, was wir hier jetzt hier... das mit dem Ablegen ist echt ein Thema hier. Das. Es ist schon cool. Es ist schon schön intuitiv irgendwie. Es ist sehr einfach. Dieses System mit den Sachen anklicken und so. Aber ihr seht, man braucht nicht viel überlegen. So, nochmal. Oh oh. Irgendwas stimmt nicht. Sollte besser ausschalten. Okay. Da scheinen einige Teile zu fehlen. Ich meine, viele Möglichkeiten gibt es ja hier nicht. Wir haben einen An- und Ausschalter. Haben noch die Mitte. Ne? Wenn wir mal was finden müssen. Ansonsten hat man halt den Kopf. Ja. Und ich feiere diesen Rekorder hier. Aber ich sehe gerade, es ist gar kein... Also es sah für mich so aus wie ein VHS-Rekorder. Aber es ist gar keiner. Dachte ich hier, das ist so eine Art Einschub. Nee. War es jetzt gerade gar nicht. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Ist das schon angeguckt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Stromversorgung, Basissysteme laden. Akku bestimmen. High Quality irgendwie. Auf jeden Fall Fehler. Fortsetzen wird abgeraten. Manueller Betriebsmodus. Bestimmen. Das bestimmt dieser Wert, der über den wir das letzte Mal erfahren haben. Wo dieser Enebisch oder wir, ich weiß es nicht, keinen Wert hatten. Wir haben keinen Wert gekriegt und ich glaube Ongots auch nicht. Ja. Achso. Kopie übertragen. Wir warten auf den Techniker. Neurokopie abgeschlossen. Hm. Aber es spricht schon was dafür,
Blickkontakt, Spiegelphase, Fehler, initiiert, Spender liquidiert. Es spricht schon was dafür, dass wir auf jeden Fall derjenige sind, der das empfangen hat. So würde ich es verstehen jetzt. Ja, wir sind halt hier der Einzige, ne? Wir können uns nicht sehen, das ist schade. Und hier, ah ja, hier sieht man es dann auch nochmal. Auf diesem Posterchen. Oder kommt das Ding... Hä? Ist doch falsch gemacht? Nee, ich kann es auch nicht mal rausnehmen. Okay, nee, dann war ich doch richtig. Entschuldigung. Hm. Ich schaue mich mal draußen um. Hm. Was war denn hier? Jetzt hätten wir mal Tiere gehalten. Ah, noch so eine Batterie. Packe ich auch mal ein. Hm. Hm. Liegen überall Batterien rum, ich weiß ja auch nicht. Für irgendwas werden die doch jetzt gut sein, ne? Den Eimer. Was ist das? Der Kasten ist jetzt verkabelt. Hier lang, hier lang, hier lang, hier rüber. Aha. Lassen da die Batterien rein. Also hier ist dieses... Ach, warte. Ich habe eine Idee. Warte mal, ich habe eine Idee. Das? Also dazu sind diese Kabel hier da. Ich kann Batterien in den Kasten tun und die Jurte bei Bedarf mit Strom versorgen. Okay. Nett. Ja, dann do it. Mach es. Nein. Das ist doch hier. Dieses Panel irgendwo. Kann man da hochklettern? Ja, kann man. Hm. Also ich meine, das... Aha. Ja. Passt, mache ich später fest. Warum? Gemeinheit, macht was da so jetzt? Ich bin jetzt hier oben, Mann. So, passt so. Oh Mann. Das ist ja ärgerlich. Mal rein. Weiß ja nicht. Vielleicht muss ich... Ich habe hier noch was anderes. Hm? Kann ich nicht drücken. Hier eine Fernbedienung. Ich doch bestimmt finden, ha? Einige Tabletten. Medizinischer Bericht. Patient Battchen. Die Prozedur, durch welche die Ausscheidung von Des
Paratoxin aus dem Körper herbeigeführt werden soll, war erfolgreich. Die Giftkonzentration konnte auf 60 verringert werden. Eine Wiederherstellung der Prozedur ist kontraindiziert. Eine Ersetzung des Körpers sowie ein Umzug an einen Ort mit niedriger Kontaminationsgrad ist empfehlenswert. Okay. Klingt krass, ja. Vereinbarung über Transfer und zeitliche unbegrenzte Wartung. Erkunde Bajin Dalha. Dalha. Alter 69. Haku. Ach ja, doch. Guck. 47. Wir haben gelernt, der hat eine 47 bekommen. Okay, also ist dieser, ja, Qualitätswert. Woran auch immer sich das misst. Der Kunde legt Datum und Uhrzeit des Transfers nach eigenem Ermessen fest. Sobald der Körper ersetzt wurde, trägt der Kunde dafür Sorge, dass die geliehenen Geräte an den Anbieter zurückgeführt werden. Alle Arten von Wartungsarbeiten inklusive der Entladung gesammelten Passiums lädt der Kunde ausschließlich an den eigenen Stationen des Anbieters durchführen. Der Anbieter bewahrt über die Einhaltung der Steuern für gute Herkunft seines Kunden striktes Stillschweigen. Sind wir vielleicht Aktien? Ja, auch dafür sprechen, ne? Das. Ach krass. Ja, wie soll ich das denn finden? Wie soll man das denn finden? Upsala. Ich kann das Gerät mit der Fernbedienung einschalten, doch dazu brauche ich erstmal Strom. Ja. Was ist denn das für ein Knopf? Okay, tut sich auch nicht. Ich glaube, ich muss einfach was triggern. So schematisch sich das jetzt auch anhören mag. Aber ja, mir fehlt noch irgendwas. Tasten ist jetzt verkabelt. Das Kabel drinnen vielleicht noch irgendwie. Ja, das hier. Haben wir schon festgestellt. Der Halter ist beweglich. Es muss was geben, was ich daran befestigen kann. Ja, das. Okay. Vielleicht verbeiße ich mich jetzt aber auch gerade in einem Problem, das gar keins ist. Also zumindest jetzt noch nicht. Weil Strom scheint das Ding ja trotzdem zu haben. Und das geht irgendwie in den Boden. Jetzt mal, glaube ich, einfach so das an der Wand. Gut, das sind nochmal Artikel. Die lesen wir, glaube ich, etwas später. Kann man die nehmen? Okay. Radio. Aha. Okay, also ich bin etwas ratlos gerade. Lichten Stecker, aber den kann ich nicht nehmen.
Mit ihr können wir auch nicht wirklich was anfangen. Soll die ausschalten. Scheinen Teile zu fehlen. Ja, okay. Na gut, also hier erreiche ich wohl erstmal nichts mehr. Ich würde mir jetzt mal die Station da vorne anschauen. Steht da auch was? Aus wie so ein Rohrpostkasten. Hier findest du die Antworten auf meine Frage. Welche Frage ist das? Aha. Toll, toll, toll. Mongolische Post, ja. Terminal für Briefverkehr Nummer 905. Letzte Kartusche, 1. Juli 58. Und jetzt haben wir... Oh, das ist in der Hütte. Warte. Ja, aber da komme ich auch nicht wirklich weiter. Und schießt er die dann ab, oder kommt dann da einer und holt die ab? Gut, also hier ist ja eine Bahn gefahren. Ach, guck mal. Ich meine, es war jetzt nur logisch, dass hier irgendwo eine Station sein muss, weil, ne? Das kleine Gebäude da. Ah, hübsch. So einfach, aber ganz hübsch. Der Freund wieder da? Das wäre cool. Also der war echt cool. Der war richtig gut. Gut, ich will mal einen Tipp geben lassen. Das Lieblingsspielzeug aus Kindertagen. Hast du noch zwei weitere Teile in der Jurte? Mit ihrer Hilfe kannst du den Androiden... Ach komm. Ja, okay, das... Ja, wir gehen zurück. Aber war schön. War schön, die Station hier zu sehen. Da werden wir ja bestimmt noch hin müssen. Also ich glaube kaum, es stehen hier zwei Gebäude. Ich glaube kaum, dass wir das andere ignorieren. Schon gar nicht bei der Größe. Das sind noch zwei weitere Teile in der Jurte. Warum? Warum hängen die, liegen die jetzt hier in der Jurte rum? Diese Teile. Weil wir die doch eigentlich bräuchten. Wir werden Gras und Büsche sein. Wir werden Wasser und Blumen sein. Okay. Und wie kriegen wir den Fernseher? Aber gut, die Fernbedienung habe ich ja eben auch erstmal... Weile suchen müssen. Vinylschallplatte. Wellen, die den Wind brechen. Eine Sammlung aus der östlichen Mongolei. 6. Auflage. Nationales Orchester der mongolischen Pferdekopfgeige. 228. Gut, also. Die Frage, nach was wir suchen. Aber da ist nichts drin jetzt. Mir wäre halt das hier so in den Sinn gekommen, aber irgendwie nicht. Das sieht auch eher aus wie ein Scanner, den wir eben einfach mal gepflegt irgendwo hinpfeffern. Das ist das Radio. Das ist ein Ausweis. Eine Banknote von 1961. Antik. Kann ich auch nicht wirklich was anfangen.
Pflaumenolivensaft. Können wir den nicht selber machen? Das brauchen wir doch bestimmt auch noch. Ah, hier. 2,76. Heißt, am Briefkasten war 58. Das ist schon ein bisschen her, dass da mal Post durchging. Samstag. Ja, okay, Saturday. Ja. Heute jährt sich die Katastrophe von Köln, wo 26... zum 26. Mal. Als ein Experiment zur Bewusstseinssimulation am Kölner Institut für Neurokopien misslang, wurde dabei erstmals Desperatoxin freigesetzt. Dieser Tag ging als Beginn der Lillis-Epidemie in die Geschichte an. Klingt eigentlich schön. Also Lillis so, ne? Nicht schlimm. Ein Hut, ne, Stiefel, Ball. Ob der hilft uns nicht weiter. Da noch irgendwas? Ich meine, ist alles möglich, ne? Die Tür klemmt. Und da hatten wir auch schon geguckt. Ah, okay, wir können schlafen. Hat nicht Ennebisch über diese Stadt gesprochen? Über diesen Traum? Sind wir Ennebisch? Gut möglich. Geht das auf? Nein. Fernseher der Marke Nergui Oxygen Modell XG6000, elastischer Bildschirm mit Ozonfüller, integriertes System zur Emotionsunterdrückung, unterstützt alle Sendeformate. Okay. Also, ein Unterdrücker brauche ich, glaube ich, nicht. Oh, was ist das? Taxi am Himmel über der Megastadt. Zwei Mauerschwalben flogen heute über die verbotene Zone. Ich weiß nicht, was danach mit ihnen geschehen ist. Wahrscheinlich sind beide jetzt tot. Einmal wäre ich beinahe selbst da reingegangen. Damals wusste ich noch nicht, dass niemand in das abgezäunte Gebiet darf. Okay. Weder... Handbuch für neues Leben. Im Normalbetrieb hat der Sichtschirm eine bläuliche Färbung. Der Neurochip des Schirms färbt sich bei Fehlfunktionen rot. Eine grünliche Färbung zeigt an, dass der M-Körper von einer künstlichen Intelligenz kontrolliert wird. Aha. Ja, interessant. Truhe ist schon seit sehr vielen Jahren verschlossen. Erst Umrisse, ein virtueller Rundgang zum Monument der Felsenkunst.
Ein Mandala ist ein komplexes geometrisches Symbol. Es wird als Modell des Universums interpretiert.